Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ein Spruch, den wir alle schon mal gehört haben, den man aber, wenn man der neuesten wissenschaftlichen Forschung glaubt, auf gar keinen Fall Glauben schenken sollte, der im Gegenteil sogar sehr fatal ist für die eigene Gesundheit. Warum spreche ich darüber? Ich habe nämlich heute mal keine Belletristik für euch mitgebracht, sondern nochmal ein Sachbuch, und zwar Why We Sleep vom Neurowissenschaftler Matthew Walker, auf Deutsch mit dem furchtbaren Titel Das große Buch vom Schlaf. Warum man das auf Deutsch so nennen musste und nicht einfach sagen konnte, warum wir schlafen, weiß ich nicht. Darum soll es aber im heutigen Video nicht gehen, sondern ich möchte euch einmal die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch zusammenfassen, die ich mitgenommen habe. Ganz kurz zu Matthew Walker. Matthew Walker ist, wie gesagt, ein Neurowissenschaftler, der an der University of Berkeley arbeitet. Das heißt, er beschäftigt sich mit dem menschlichen Gehirn. Matthew Walker hat sich jetzt ganz speziell auf Schlaf spezialisiert. Und zwar schaut er sich an, was sind überhaupt die evolutionären Grundlagen vom Schlaf, warum schlafen Menschen, warum schlafen Lebewesen generell und wie kann man Schlaf verbessern. Das ist sein Forschungsgebiet und er hat seine wichtigsten Erkenntnisse in diesem Buch zusammengefasst. Dann starten wir sofort rein. Und zwar ein ganz elementares Thema aus dem Buch sind Träume. Allgemein glaubten die Menschen sehr lange, dass Träume viel über unsere Persönlichkeit aussagen. Zum Beispiel Sigmund Freud war ja auch ein großer Verfechter dieser Theorie. Matthew Walker glaubt das aber nicht. Also er glaubt vielmehr, dass Träume ein Gedankenexperiment sind, auf das sich Menschen begeben, das verschiedene Funktionen hat. Das macht, finde ich, auch sehr viel Sinn, denn ganz oft träumen wir total abstrakten Kram und können uns überhaupt nicht vorstellen, wie das irgendwie mit dem echten Leben in Verbindung stehen soll. Das muss es aber auch gar nicht, denn es ist einfach nur ein Gedankenexperiment unseres Gehirns. Es werden also neue Neuronen gebildet durch dieses Szenario, was teilweise total unrealistisch ist. Und dadurch können wir uns zum Beispiel besser Dinge merken, also unser Gedächtnis wird verbessert. Es werden Erinnerungen abgespeichert, weil sich eben neue Neuronen im Gehirn bilden und auch unsere Kreativität wird gefördert, weil eben unser Gehirn neue Szenarien erschafft, neue Szenarien durchgeht und das sehr förderlich ist für die menschliche Kreativität. Träumen regt also quasi unser Gehirn an, es kann aber gleichzeitig auch therapieren. Deshalb spricht Matthew Walker auch davon, dass Schlaf Therapie ist. Wenn wir also ein traumatisches Erlebnis haben, dann spielen wir das oft in unseren Träumen nochmal durch, auch leicht verändert. Und das fungiert dann eben als eine Art Therapie. Wir lernen mit diesem Ereignis umzugehen, ähnlich wie man das auch in manchen Therapie-Anwendungen macht, wo eben der Patient dann nochmal mit den ganzen Erfahrungen konfrontiert wird. Das machen wir also im Schlaf oft unterbewusst. Träumen also ganz, ganz wichtig. Und was auch noch sehr wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, wir träumen im sogenannten REM Sleep, Rapid Eye Movement Sleep. Das bedeutet, dass unsere Lider geschlossen sind, unsere Augen sich aber ganz schnell bewegen, wenn wir träumen. Und dieser REM Sleep findet vor allem statt am Ende unseres Schlafes. Wenn wir also 8 Stunden schlafen, ist es ganz oft so, dass dieser REM Sleep in den letzten 1-2 Stunden stattfindet. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir nicht sehr spät ins Bett gehen und sehr früh wieder aufwachen, weil dann diese intensive Traumphase wegfällt und Träumen ist sehr wichtig, wie wir jetzt festgestellt haben. Matthew Walker geht auch sehr ausführlich auf die Probleme ein, die entstehen können, wenn wir großen Schlafmangel haben über einen längeren Zeitraum. Also mit einem längeren Zeitraum meint er wirklich einen Zeitraum von Jahren. Wenn wir mal eine Nacht schlecht schlafen oder auch eine ganze Woche, dann ist das nicht so fatal. Wenn wir aber über Jahre schlecht schlafen, dann kann das sehr viele gesundheitliche Probleme haben. Zum Beispiel ist es so, dass unser Gehirn, wenn wir wach sind, ein toxisches Protein bildet, was zum Beispiel auch auf lange Sicht, also auf sehr lange Sicht Alzheimer verursachen kann. Das wird aber abgebaut in unserer Tiefschlafphase. Wenn aber unsere Tiefschlafphase sehr oft nicht richtig stattfinden kann, dann sammelt sich dieses Protein immer mehr an im Gehirn, unsere Gedächtnisleistung wird schwächer und es kann eben auf lange Sicht zu Alzheimer führen. Dann haben wir das Herz-Kreislauf-System, was auch sehr vom Schlaf profitiert, denn im Tiefschlaf ist es so, dass unser Blutdruck sehr weit sinkt und unser ganzes Herz-Kreislauf-System einmal quasi komplett runterfährt. Und es sieht so aus, als würde unser Kreislaufsystem das brauchen, um sich zu regulieren, um normal zu funktionieren. Denn wenn wir über einen langen Zeitraum schlecht schlafen, dann steigt unser Blutdruck rapide an und unser Herz funktioniert nicht mehr so, wie es funktionieren soll. Es ist sogar so, Matthew Walker beschreibt es hier,
dass in der Nacht, wenn die Uhren umgestellt werden, also wenn uns eine Stunde geklaut wird, dass das Herzinfarktrisiko weltweit oder beziehungsweise in jedem Land, wo die Uhr umgestellt wird, um 24% steigt. Und diese Statistik hat mich wirklich ziemlich überrascht, weil das ja doch sehr signifikant ist für nur eine Stunde Schlaf, die uns fehlt. Also nur eine Stunde kann das Herzinfarktrisiko, wenn man vorbelastet ist, um 24% erhöhen. Ja, sehr überraschend und sehr harte Zahlen auf jeden Fall an der Stelle. Dann schreibt Matthew Walker auch etwas über Krebs. Und zwar ist es so, dass wir in unserer Tiefschlafphase sehr viele Immunzellen bilden. Diese Immunzellen sind ganz essentiell, wenn wir eben Krebszellen, die sich ja in jedem Menschen regelmäßig bilden, bekämpfen wollen. Also jeder Mensch entwickelt Krebszellen, die können aber von der eigenen Immunantwort besiegt werden. Deshalb ist es im Grunde kein Problem. Wenn wir aber schlecht schlafen und weniger Immunzellen produzieren, dann ist es so, dass Krebs sich einfacher ausbreiten kann und unsere körpereigene Abwehr nicht gut funktioniert. Das geht sogar so weit, dass die WHO überlegt hat, unregelmäßige Schichtarbeit als krebserregend einzustufen. Also Schichtarbeit, wo man mal Spätschicht, mal Frühschicht, mal Nachtschicht hat, weil man eben nicht wirklich in einen Schlafrhythmus reinkommt und sehr unregelmäßig schläft. Das sind alles Folgen von akutem Schlafmangel. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, bevor jetzt irgendwer in Panik ausbricht, dass das wirklich Dinge sind, die auftreten, wenn man über ja, mehrere Jahre schlecht schläft. Wenn man mal einen Tag oder auch eine Woche schlecht schläft oder auch mal 6 Monate, wenn man zum Beispiel ein Kind bekommt, das sind alles Dinge, die kann der Körper kompensieren. Aber dieses jahrelange schlechte Schlafen, da müssen wir auf jeden Fall ansetzen, denn das kann enorme gesundheitliche Folgen haben. Matthew Walker konfrontiert uns in seinem Buch aber nicht nur mit grausigen Schreckensszenarien, sondern er gibt auch 5 praktische Tipps, wie jeder seinen Schlaf verbessern kann. Als ersten Tipp führt er etwas relativ Simples an, was aber absolut Sinn macht. Und zwar sagt er, sollte jeder Mensch an jedem Tag der Woche zur selben Zeit ins Bett gehen und zur selben Zeit aufstehen. Das heißt zum Beispiel, ich gehe um 10 ins Bett, will 8 Stunden Schlaf haben, dann stehe ich um 6 wieder auf. Oder ich gehe um 11 ins Bett und stehe um 7 wieder auf. So kann sich der Mensch an diesen Schlafrhythmus gewöhnen und hat eben feste Tiefschlafphasen und feste Phasen, wann er in den REM-Schlaf eintritt. Und davon profitiert man enorm. Man schläft schneller ein, man schläft besser und vermeidet diese schlimmen Schreckensszenarien, die ich eben schon mal erwähnt habe. Dann als zweiten Tipp erklärt Matthew Walker, dass man, wenn es zum Abend hin geht, so viel künstliches Licht vermeiden sollte, wie nur möglich. Also sobald die Sonne untergegangen ist, macht man am besten alle LED-Lampen aus im Haus. Man macht auch die Deckenlampen aus. Schaut, dass es eben ja gedimmtes Licht im Raum gibt, wo man sich aufhält. Und dass man so 1 bis 2 Stunden, bevor man schläft, auch nicht mehr auf einen Bildschirm starrt im Optimalfall. Es gibt natürlich Blaufilterbrillen und all diese Sachen, aber das kann ja die Strahlung, die auf die Augen trifft, nicht ganz kompensieren. Und deshalb ist es am besten, 1 bis 2 Stunden, bevor man schläft, jede Art von Bildschirm komplett zu vermeiden. Dann, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist die Temperatur beim Schlafen. Jetzt gerade ist es Sommer, da ist es sehr warm und viele Menschen merken wahrscheinlich, dass sie etwas schlechter schlafen. Und das liegt einfach daran, dass Menschen besser schlafen, wenn es kühler ist. Also auch im Winter vielleicht nicht die Heizung im Schlafzimmer komplett aufdrehen oder auch nicht unter die allerdickste Decke einkuscheln, sondern schauen, dass man so ungefähr bei 18 Grad einschläft. Das empfiehlt Matthew Walker als die perfekte Temperatur, um optimal einzuschlafen. Dann als vierten Tipp empfiehlt er, dass man vor dem Schlafen auf Koffein und Alkohol verzichtet. Da gibt es nämlich verschiedene Trugschlüsse. Es gibt Menschen, oder wir alle kennen Menschen, die können 1 Liter Kaffee trinken und sich sofort danach schlafen legen. Das ist aber so, dass selbst wenn man schlafen kann, nachdem man Koffein getrunken hat, wird der Schlaf beeinträchtigt. Wir gehen nicht in den Tiefschlaf, wenn wir Koffein trinken, auch wenn wir schlafen. Und deshalb muss das absolut vermieden werden. Dann haben wir noch Alkohol. Und hier gibt es auch einen großen Trugschluss. Und zwar denken die meisten Leute, von Alkohol würde man besser einschlafen. In Wahrheit ist es aber so, dass das Gehirn von Alkohol betäubt wird und man nicht wirklich besser schläft. Im Gegenteil, man wacht häufiger auf und hat eben auch nicht die erwähnten Schlafphasen, die so wichtig sind, den Tiefschlaf oder den REM-Schlaf. Das alles ist beeinträchtigt durch Alkohol und auch durch Koffein. Und als fünften Tipp führt Matthew Walker an, dass man sich nicht wach ins Bett legen sollte.
Man sollte also zum Beispiel nicht, wenn man gerade Sport gemacht hat, sagen wir mal, man hat bis 9:30 Sport gemacht, man kommt nach Hause, man geht duschen, dann sollte man sich nicht um 10 ins Bett legen, weil man wahrscheinlich noch so viel Adrenalin im Körper hat, dass man nicht sofort schlafen kann. Oder generell, wenn man noch sehr wach ist und sich ins Bett legt und dann nicht schlafen kann, kann das für eine falsche Assoziation sorgen. Dann verbindet der Körper das Bett nicht mehr mit dem Schlafen und es fällt immer schwieriger einzuschlafen. Deshalb ist es auch nicht so förderlich, sich tagsüber ins Bett zu legen und eine Serie zu schauen oder irgendwas, denn der Körper sollte das Bett immer mit Schlaf verbinden. Ganz, ganz wichtig also auch, wenn ihr euch ins Bett legt abends und ihr merkt, okay, ich kann absolut nicht einschlafen, dann empfiehlt Matthew Walker sogar wieder aufzustehen und irgendwas anderes zu machen, denn das ist förderlicher, als wach im Bett zu liegen und diese falsche Assoziation zu kreieren. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Ich habe euch einmal die wichtigsten Erkenntnisse aus Why We Sleep zusammengefasst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie wichtig ist euch euer Schlaf? Hat das eine hohe Priorität für euch oder nicht? Und dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen.